Verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, lieber Herr Bürgermeister, lieber Herr Leitner, als Vertreter des Sozialverbands VdK Mannheim begrüße ich Sie recht herzlich im Namen des Vorstandes zu dieser ganz besonderen Gedenkveranstaltung. Besonders darum, weil wir einen anderen Weg gewählt haben, um Ihnen die Informationen diesen wichtigen Tages zugänglich machen zu können. Daher möchte ich mich zuerst ganz herzlich bei den Initiatoren und Unterstützern dieses Vormittags bedanken für diese Feierstunde. Bei Ihnen, Herr Bürgermeister Jühl, bei Ihnen, Herr Weidner, recht herzlichen Dank. Als wir uns vor einem Jahr zum Volkstrauertag zur Feierstunde zusammengefunden haben, ahnten wir noch nicht, was in den kommenden Monaten geschehen würde. Seit März dieses Jahres beherrscht uns ein Thema, die Corona-Pandemie und ihre Folgen für uns alle. Schlimme Folgen für die, die erkrankt sind, vielleicht sogar einen nahestehenden Menschen verloren haben, für unsere Wirtschaft, für unser soziales Leben, für unsere Kinder und Kindeskinder und für die älteren Angehörigen von uns, die durch diese Krankheit in erhöhtem Maße bedroht sind. Der Volkstrauertag hat im VdK eine lange, sehr geachtete Tradition. Deshalb haben wir uns trotz der Situation dazu entschlossen, ihn auch in diesem Jahr zu begehen. Ich freue mich, dass Sie dafür Verständnis haben. In diesem Jahr haben wir am 8. Mai des Kriegsendes vor 75 Jahren gedacht. Ein Dreivierteljahrhundert ist es jetzt her, dass der schlimmste Krieg in der Menschheitsgeschichte mit schätzungsweise 60 Millionen Toten beendet wurde. Vielleicht sind noch einige unter uns, die das Kriegsende als Kinder oder junge Menschen miterlebt haben oder sich an die Erzählungen ihrer Eltern oder Großeltern erinnern. Seit 75 Jahren leben wir, Gott sei Dank, in Frieden. Das ist ein Glück und eine Ausnahme auf diesem Rennball und beileibe, meine Damen und Herren, keine Selbstverständlichkeit. Am Volkstrauertag denken wir deshalb an die 70 Millionen Menschen auf der ganzen Welt, deren Leben in diesem Moment durch Hunger, Krieg und Gewalt bedroht ist, die für sich und ihre Kinder Schutz und Sicherheit suchen und die ihre getöteten Angehörigen betrauern. Liebe Freunde, der VdK ist entstanden als Reaktion auf den Schrecken des Zweiten Weltkriegs und dessen furchtbare Folgen. Bereits 1946 gegründet, kann unser Verband im nächsten Jahr das Jubiläum anlässlich seines 75-jährigen Bestehens feiern. Ein Anlass zur Freude, aber auch ein Anlass zur Rückschau und Besinnung auf die historischen Wurzeln des VdK. In seinen Anfängen hat sich unser Sozialverband vor allem der Menschen angenommen, die verletzt an Körper und Seele aus dem Krieg zurückgekehrt oder als Kriegswitwen und Waisen die Leidtragenden des Krieges waren. Diese historischen Wurzeln, meine Damen und Herren, sind nicht vergessen. Sie sollten uns immer mahnend sein, alles zu tun, damit Hass und Gewalt nie mehr eine Chance haben, die Macht über unsere Herzen und über unseren Verstand zu erlangen. Daraus erwächst für uns die dauerhafte Verpflichtung, für Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschlichkeit einzutreten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, am heutigen Tage erinnern wir uns mit großem Respekt an die vielen Frauen und Männer, die nach 1945 dem Frieden und nicht dem Krieg und der Rache verschrieben waren. Sie sind trotz ihres persönlichen Leids und angesichts der furchtbaren Zerstörung in vielen Städten und Dörfern nicht verzweifelt. Viele unserer Gründerväter und Mütter haben sich in dieser Situation zusammengeschlossen, um anderen zu helfen. Sie haben sich um die Opfer, die Versehrten und Hinterbliebenen gekümmert. Sie haben damit zum Zusammenhalt in der Gesellschaft beigetragen und mitgeholfen, die junge Demokratie in eine stabile Zukunft zu führen.
Die Geschichte unseres Sozialverbands ist auch eine Erfolgsgeschichte der Menschlichkeit. Jetzt steht unser Land wie nahezu alle Nationen auf der Welt wieder vor einer großen Herausforderung. Vermutlich handelt es sich um die größte globale Krise seit Jahrzehnten. Corona verändert die Welt und auch unsere Gesellschaft. Es steht weiterhin zu befürchten, dass viele Menschen erkranken werden, etliche sogar schwer. Einige werden durch den Virus ihr Leben verlieren. Andere sehen sich zurzeit mit massiven wirtschaftlichen Problemen konfrontiert. Selten waren die Menschen so verunsichert wie heute. Diesen Umstand versuchen einige, sich zunutze zu machen. Sie schüren neue Feindbilder, entfachen Hass. Wer durch Gesundheits- und Existenzängste bedrückt wird, neigt dazu, nach Schuldigen zu suchen oder schnelle Lösungen zu fordern. Meine Damen und Herren, beides wäre im Augenblick extrem schädlich. Beides hat in der Geschichte noch nie zu einem positiven Ergebnis geführt. Umso mehr gilt es jetzt, sich auf die historische Erfahrung zu berufen. Was wir jetzt brauchen, sind keine Feindbilder, sondern Solidarität. Was wir jetzt brauchen, sind Ruhe, Vernunft, gegenseitige Rücksichtnahme. Dies gilt im privaten Bereich, in der Familie, in der Öffentlichkeit, beim Einkaufen, beim Arztbesuch und bei eventuell noch erlaubten Veranstaltungen. Nur so können wir diese Krise meistern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, niemand weiß, wie sich die Pandemie entwickeln wird. Aber sicher ist, dass wir die Situation am besten meistern, je vernünftiger wir uns verhalten und je genauer wir überlegen und die Risiken einschätzen. Wie ein kluger Mann einmal gesagt hat, selbstverantwortlich zu handeln ist die beste Solidarität. Und worauf der Sozialverband VdK immer wieder hinweist, die beste Antwort auf die sich vertiefende Spaltung unserer Gesellschaft und soziale Gerechtigkeit und sichere Zukunftsperspektiven. Niemand darf das Gefühl haben, benachteiligt oder abgehängt zu sein. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, treten Sie weiterhin unbeirrt für Frieden, Vernunft und gegenseitige Unterstützung ein. Ich möchte Ihnen allen ein herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement in den vergangenen Monaten und Jahren danke sagen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.